Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update / Season 6. Leak Video, um was geht's heute? Es ist überraschend ein versteckter Buff, wahrscheinlich in Verbindung mit dem aktuellen Event, mit diesem riesen XXL-Patch, ist ein Buff für Revenant und Pathfinder ans Tageslicht gekommen, in Verbindung mit dem Caustic Gas. Ich zeige euch gleich im Trainingsgelände, da haben mir Robert und Morris kurz ihre Zeit geliehen. Wir haben einmal den Pathfinder und einmal eine menschliche Legende und danach den Revenant und eine menschliche Legende nebeneinander gestellt, eine Caustic-Falle ausgelöst und ihr werdet überrascht sein, was passiert. Das ist absolut heftig. Um was geht's noch? Um das ominöse Apex-UFO. Das wird wohl ein neuer Spot auf dem Kings Canyon, voraussichtlich in Season 6, deswegen Season 6 Leak-Video. Ich habe einige Bilder von dem UFO außerhalb und innerhalb, extrem interessant von dem Dataminer Shrugtall. Und es geht um die Peacekeeper und viele hoffen, dass die ja als normale Loot-Drop, also als normale Loot-Waffe auf der Map bald wieder zu bekommen sein wird. Ich habe auf Twitter einen Tweet gefunden von Respawn, der bekräftigt, dass das erhört wird und wir sie bald wahrscheinlich auch in Season 6 wieder als normale Waffe wiedersehen werden. Das soweit zum Inhalt. Wie immer schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Wie zum Beispiel so ein Info-Leak-Video, Tipps und Tricks und so weiter. Viel Spaß jetzt bei den Clips. Ich wollte euch jetzt einfach nur erstmal nebeneinander stellen und ich hole jetzt hier die Gasfalle hin. Zack. Warum passiert das? Warte, ich mach. So. Es ist tatsächlich so. Oh Gott, das hätte ich ja nicht gedacht. Davon hat keiner was erzählt. Das ist krass. Seit wann ist das denn so? Ist das schon keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. So, jetzt einer noch Revenant und einer menschlich, einfach um das mal wirklich nebeneinander zu stellen. Yes. Und dann ist alles schön. Du musst noch hochheilen natürlich. So ist schön. Geil. So. Das ist ja crazy. Okay, du hast den besseren Revenant-Skin. Das muss einer tauschen. Nein! Warte mal. Kann ich? Ja. Sehr nice. So, alles gut. Zack. Ist das krass. Das ist auch so, ne? Ja. Also Revenant und Pathfinder, weil die beide mechanisch sind. Das wollte ich halt mal kurz demonstrieren. Mega. Kommen wir jetzt zu einem anderen interessanten Part und zwar gab es kurz vor dem Event einen 20-minütigen Dev-Stream von Respawn und dort wurden ja die einzelnen extrem großen Veränderungen der Legenden und so weiter gezeigt und da kam auf einmal ein Spot oder ein Abschnitt aus diesem Dev-Stream, wo die Fähigkeiten der Doppelsprung von Octane neu, näher erläutert wurden. Ich zeige euch hier mal eine Slow-Mo und passt. Schaut mal hier im Hintergrund oben links. Ist dieses Apex UFO, wird es im Internet genannt, wie willst du es jetzt aktuell auch sonst nennen, es sieht halt aus wie ein UFO und als ich darüber berichtet habe, also über den Doppelsprung und so weiter, über die Änderung, ist mir das tatsächlich durch die Lappen gegangen. Ich habe gleich noch ein paar Standbilder von außen sozusagen aus den Quellcodes des Spiels, gibt es so ein paar Bilder auch von der Innen- oder vom Innenbereich dieses UFOs, ich lasse es jetzt noch einmal durchlaufen. Es ist auf jeden Fall ein größerer Spot und ersetzt so ein Stück weit, ich sage mal, den Abgrund, der entstanden ist, wo mal Skulltown war. So, okay, ich denke, das sollte reichen. Ich zeige euch jetzt einfach mal einen Quellcode. Das ist von oben so eine Zeichnung, könnte man fast sagen. Von oben, man sieht, über diesem Bereich ist der Abgrund, wo Skulltown mal war und der neue Bereich, dieses, ich nenne es einfach UFO, weil es auch im Internet einfach so betitelt wird. Ich bin mal gespannt, was das wird. Das Innenleben dieses UFO sieht allerdings ein bisschen nicht Apex-typisch aus. Ihr werdet es gleich sehen. So, jetzt haben wir noch einmal eine links die Ingame-Zeichnung aus den Game-Files und einmal rechts aus diesem Dev-Stream. Und jetzt zeige ich euch noch, wie das Ganze von innen aussehen soll. Das ist, ich sage mal, wie so eine Art kleiner Laden. Man kann wirklich davon ausgehen, dass es wie so eine Art Raumschiff ist. Mit, was weiß ich, einem Laden halt. Was willst du anderes dazu sagen? Und das soll noch ein Stück Innenbereich sein. Und ich muss sagen, das sieht alles nicht so typisch Apex Legends aus, muss ich sagen. Zumindest so ein Stück weit. Ich meine, wir sehen im Hintergrund die ganzen Gebirge. Das sieht alles ziemlich doll nach Kings Canyon aus. Aber ansonsten
Ja, ein bisschen untypisch. Ich meine, gut, wenn das ein Raumschiff ist, kann ja tatsächlich sein, dass da ein Raumschiff landet. Ich bin mal gespannt. Es kann ja nicht alles aussehen wie auf dem World's Edge oder auf dem King's Canyon. Es wird ja nicht alles aus einer Hand gemacht, aus diesem gesamten Universum. Und ein paar Spots wären schon schön, wenn die sich so ein bisschen von dem ursprünglichen Style vom King's Canyon zum Beispiel abheben. Wahrscheinlich eine andere Rasse. Weiß der Geier. Das soll's soweit von diesem Video schon wieder gewesen sein. Ich bin in den Kommentaren auf eure Meinung gespannt, was ihr mir Schönes zu schreiben habt. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu lesen. Wie gesagt, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war's von mir. Schönen Restsonntag, das war's. Ciao, haut rein.